Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, die Plastikzüge, die Kunststoffzüge sind schon mal unterwegs hier auf der Strecke und die kriegen ja jetzt noch mal ein bisschen Nachschub, ein paar Kollegen, damit sie nicht ganz so einsam sind hier. Denn sonst fährt ja hier nur, wie in den Kommentaren so schön stand, alle 100 Kilometer mal ein Güterzug. Beziehungsweise nicht ein Güterzug, sondern ein Personenzug, amerikanische Lok. Also, wir brauchen jetzt hier einen Zug, der eben Waren transportiert und dies irgendwie günstig macht und aber auch relativ schnell. Moment, ich gucke nochmal ganz kurz, was haben die für ein Tempo, wenn sie Tempo haben? 120, okay, also 120 bräuchten wir definitiv auch. Die hätten wir hier. Haben wir NoHub schon? Wahrscheinlich ja. Weil meistens, wenn ich frage, haben wir die schon, dann haben wir die schon. Hier ist in dem Sinne nicht mehr viel Neues dazugekommen. Ja, 160 ist natürlich relativ cool. Was haben wir denn für Wagen? Lass uns das doch mal schnell gucken. Wagen, die Waren transportieren. Die hier wären mit 120 km. Die haben wir in dem Sinn noch nicht. Ich würde die hier nehmen. Macht das jetzt Sinn, wenn wir da vielleicht auch irgendwie Automatik einstellen? Was könnte der denn noch machen, wenn er hier oben ist? Kann er hier irgendwas mitnehmen? Nee, nicht wirklich. Ja, bringt nichts. Hier runter. Nee. Können wir lassen. Das gibt tatsächlich einen Zug, der fährt nur. Einmal voll. Wenn er Glück hat zumindest. Ich muss mal schnell gucken. Haben wir denn die Linie schon gemacht? Kendall Waren. Okay. Wo düst du lang? Jawohl, hier rein. Perfekt. Da ist der andere Zug. Das passt. Und hier oben passt es wahrscheinlich auch, weil hier haben wir nur den. Jawohl, ist eine unglückliche Farbe einmal mehr. Aber das ist zu erkennen. Also, sind wir wieder hier. Schauen wir doch nochmal bei den Dieseln. Das Problem ist... bei den Wagen war ich. Das Problem ist, in den Kommentaren stand, schade, dass du nur noch Diesel-Lok nimmst. Aber, liebe Freunde, ja, wir müssen halt tatsächlich gucken, dass wir was nehmen, was sich auch rechnet. Und die Elektro-Loks, die sind halt einfach leider zu teuer. Das ist nun mal einfach so. Wir können ja nochmal schnell gucken nachher. Was haben wir hier noch? Rungenwagen. Die Panzer. Wir könnten die Panzer nehmen. Was kosten die? Ach, guck mal einer an. Aber die können auch nur... Kapazität 1, das ist halt reiner Schönbau. Schade, funktioniert nicht, weil... eine Ware mitzunehmen, das lohnt sich dann doch nicht. So, hier haben wir noch was. Ah, schade, Stahl. Hier haben wir noch einen, der nimmt Steine mit. Okay, dann würde ich tatsächlich die hier nehmen, die wir hier oben hatten. Wir düsen nochmal zurück. Was machst du? 120 km/h. 700.000. Wie sieht es bei den anderen hier oben aus, was die kosten? Da, die hier. 600.000, bisschen günstiger. 100.000 Betriebskosten. Ja, wir nehmen die. Lassen wir nicht auf Automatik, damit es nicht ein Durcheinander gibt. Dann stellen einen auf Waren. Kaufen wir. Sagen wir mal 100 Meter. Sagen wir 120 Meter. Sagen wir 140 Meter. So, und jetzt brauchen wir noch eine Lok dazu. Jetzt gucken wir tatsächlich hier nochmal. Die sind halt alle teurer. Guck mal, 13 Millionen. Das ist halt einfach im Moment nicht zu bezahlen. Also wir können das bezahlen. Wir können uns das eigentlich leisten. Das Problem ist, das frisst uns wieder auf. Also sprich, die Linie, die wird niemals Plus machen. Never. Haben wir nicht irgendwie so ein bisschen was Discounter-mäßiges? Vögeleschuss, 8 Millionen. Nee, um Waren zu transportieren, das ist alles viel zu teuer. Da, 4 Millionen. Das wäre doch eine Idee. Das ist allerdings eine Zahnrad-Dingens. Das machen wir dann doch nicht. Auch wenn sie kostengünstiger wäre. 100 km/h, 3 Millionen. Das wäre natürlich wieder etwas. Aber 100 ist dann halt wieder zu langsam. 9, 10. Ihr seht oben, die sind alle halt wirklich relativ teuer. Das könnte man machen, wenn man 400, 500 Millionen hätte. Dann kann man so eine Linie auch mal eine Weile laufen lassen. Vielleicht rendiert sie ja dann doch irgendwann. Zu Beginn rendiert die nicht, weil wir kriegen zu wenig Waren. Da haben wir noch die Stadler-Butler. Die machen eigentlich 120. Sollen wir die nehmen? Wenn sie 120 machen, dann ist das doch okay. Leistung, die haben halt... Ja, wobei die Leistung ist jetzt hier auch nicht so wahnsinnig schlecht. Ja, aber irgendwie, ich glaube, die Butler haben wir eben auch schon. 14 Millionen. Ich gucke jetzt wirklich in Ruhe, weil eben, das, wie soll ich sagen, das stand halt in den Kommentaren mehrfach. Schade, dass du nur noch Diesel-Lok nimmst. Ihr seht, wir haben keine Möglichkeiten. Stadler-Butler wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen. Die haben wir aber auch schon auf der Anlage irgendwo. Die transportieren, glaube ich, im Moment gerade Stahl. Und die ist so langsam mit ihren 75 km/h. Ja, das ist ein Elend. Ich gebe es zu. Wie sieht es mit der aus?
1900, Zugkraft 125. Sollen wir die nehmen? Die haben wir, glaube ich, auch schon. Aber dann haben wir wenigstens wieder mal einen Stromer hier. Die kostet ja gleich wieder 10 Millionen. Die kostet 4 Millionen. Betriebskosten auch okay. Dann hätten wir mal wieder jemanden mit Strom. Wisst ihr was? Zack. Gebonkt. Kann jetzt sein, dass die sich ein bisschen schwer tut hier, wenn man guckt. Ja, aber das müsste sie eigentlich schon packen. Wir schauen mal. Wenn sie nicht in die Gänge kommt, dann müssen wir halt nochmal gucken. Jetzt ein oder zwei Züge. Wir haben zwei Züge. Wir haben zweigleisig gebaut. Aber ich glaube nicht, dass sich das rendiert hier jetzt schon mit zwei Zügen. Wir haben das schon mal prophylaktisch mit zwei Gleisen gemacht. Damit wir das nicht mehr ausbauen müssen nachher. Das wäre, glaube ich, die Linie. Kendelwaren. Und das scheint soweit zu funktionieren. Da öffnen sich die Tore. Und da kommt der Zug. So, ist eigentlich der erste Zug für Warentransport. Das andere haben wir jetzt alles mit LKWs gemacht. Da werden aber sicher noch ein paar dazukommen. Wir haben ja nicht umsonst diesen riesigen Bahnhof dahingestellt. Also da ist schon die Idee, dass wir entsprechend wirklich überall hin die Waren von hier aus liefern. Aber dann brauchen sie natürlich auch genug Kunststoff etc. Wir können ja nochmal gucken, die Warenproduktion. Moment, ich mache mal Pause, weil ich möchte dort natürlich noch kurz mitfahren. Stahl könnte man eben auch gebrauchen. Und Stahl hätten wir hier oben. Auch das stand öfters in den Kommentaren, dass man von hier einfach noch Stahl darunter bringt. Die Schienen hätten wir. Das würde eigentlich halbwegs sogar funktionieren. Ja, müsste man halt nochmal betrachten. Wenn wir sehen, dass wir tatsächlich zu wenig Waren bekommen. Wir brauchen Bretter. Bretter hier und Stahl. Die Bretter haben wir von da oben. Jetzt machen wir das Ganze mit Kunststoff. Es wäre möglich, das noch zu verbessern mit Stahl. Gut. Was wollte ich denn jetzt hier noch? Irgendwas wollte ich doch noch. Ach so, ja, einfach gucken. Gut. Wir gehen zurück und steigen ein. Beziehungsweise lasst uns erstmal gucken, wie das hier aussieht. Schöne alte Elektrolok. Ah, herrlich. Gefällt mir sehr gut. Die Wagen sind auch relativ cool. Man sieht, die sind leer. Ich nehme an, die werden beladen, wenn wir Waren bekommen. Aber wie gesagt, das wird ein Momentchen dauern, bis es soweit ist, bis wir hier tatsächlich Waren bekommen. Da muss er wahrscheinlich erstmal ein, zweimal hin und her fahren, bis die Linie angenommen wird. So, wir düsen mal mit. Man sieht schon, ein horrendes Tempo ist das in dem Sinne nicht. Aha, ja, hier halt wieder schön. Da sieht man wieder, wie er schlängelt. Auch cool hier, also die weniger. Ah, die ist wieder nett. Ja, ihr seht schon, ich liebe es halt hier rumzuspielen. So, nochmal von außen gucken. Ja, gut. Fahren wir doch mal noch ein Stückchen mit. Ah, da kommt gerade Kollege Ludmilla entgegen. Danke auch da an die Kommentarschreiber. Da stand nämlich wirklich ganz genau definiert, welche Lokomotiven als Ludmilla bezeichnet werden. Da habe ich doch glatt ein Herzchen für gegeben. Weil da bin ich froh, dass ich das jetzt auch weiß. Ich dachte, Ludmilla ist aber eine Lok, aber da gibt es eine ganze Reihe, die da so heißen. Das war gerade der Kollege, der alle 100 Kilometer mal hält. Nämlich irgendwie, der fährt einmal hier die ganze X-TGW-Strecke lang. Das mussten wir auch austauschen, weil es sich einfach nicht gerechnet hat, das Ganze. So, hier hat man wieder komische, ja, irgendwie so dieses Disco-Feeling mit dem Strobolicht. So, bitte rechts, genau. Ja, machst du perfekt. Und hier unten rein. Und ich steige jetzt schon mal aus. Ich weiß, es gibt Leute, die haben das nicht so gern. Aber ich möchte wissen. Kunststoffzubringer Wallwig. Na, das ist der Zug, den wir sozusagen gedreht haben. Da müssen wir mal noch schnell was ändern. Weil das ist nicht nur der Kunststoffzubringer Wallwig, sondern auch Waren zurück. Kunststoffzubringer Wallwig. Wie machen wir das? Kunststoffwarenzubringer Wallwig. Macht es mal so. Der bringt zwar keine Waren nach Wallwig, aber es ist halt ein Zug, der neben Kunststoff auch Waren transportiert. So, machen wir das so. Bestens. Okay, der hat jetzt hier noch nichts mitbekommen. Ich hoffe, das ändert sich dann relativ schnell. Mal hier nochmal gucken. Wir haben hier eine Produktion. Ja, aber da sieht man. Die Industrie wird sich vergrößern, wenn wir zwei Monate weitermachen. Und dann werden wir hier mehr Waren bekommen. Dann sollte dieser Zug hier eben auch auf seine Kosten kommen. Hallöchen, du bringst gerade noch Kunststoff. Genau, 59 Einheiten. Das kommt auch langsam in die Gänge. Jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen mehr Verkehr. Das ist klar, der muss jetzt warten, weil erstmal er hier wieder raus muss. Wir haben das hier eingleisig. Könnte man dann später auch noch optimieren, dass da jeder sein eigenes Gleis hat. Ist halt jedes Mal wieder, dass wir eine Brücke bauen müssen. Das gefällt mir da nicht so wirklich. Gut,
Also das hätten wir angeleiert. Jetzt ist die Frage, sollen wir jetzt hier schon mal weitermachen oder sollen wir nicht vielleicht doch hierhin und jetzt hier gucken, dass wir von hier noch ein paar Waren wegbringen. Das sind ja dann eben die Waren, die der Zug eben zurückbringt. Na, hier mal schauen. Wir könnten die Gleise nehmen, um hier rauf zu kommen. Habt ihr denn Waren? Oh, da fällt mir gerade ein, ich muss schnell gucken. Wir haben, glaube ich, noch Züge. Tatsächlich Züge in einem Depot. Die müssen wir noch kurz verkaufen. Zack, okay. Da habe ich wahrscheinlich, als ich sie ins Depot geschickt habe, nicht darauf geachtet, dass wir sie eben verkaufen wollen. Die wollen wir ja nicht einlagern. So, das hat jetzt eigentlich auch wieder ein bisschen Geld gegeben. Allerdings nicht gerade massiv viel. Weil wir hier halt wieder gebaut haben, wir haben einen Zug gekauft, das hat alles wieder Geld gekostet. Also, zurück zum Thema. Haben die hier Waren in Ponitz? Nein. Könnte man wieder so machen, dass wir die hier abladen. Das wäre eine Möglichkeit. Die Gleise hier. Haben wir hier noch irgendwo was frei? Mal gucken. Terminals. Nee, in dem Sinne nicht, so wie es aussieht. Da haben wir sogar eine Doppelbelegung. Schade eigentlich, da müsste doch immer noch ein Gleis sein. Hier unten ist doch noch was. Da ist doch noch ein Gleis. Oder kommt da von der anderen Seite einer? Müsste eigentlich. Ja, hier. Okay, und hier oben? Da kommt von da einer. Ja, hier sind tatsächlich alle Gleise belegt. Man könnte es natürlich doppelt belegen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wir machen hier halt einen kleinen Güterbahnhof noch hin. Wo kommen wir denn lang? Moment. Schnell gucken, hier unten ist das Ganze. Wir könnten diese Gleise mitnehmen und dann hier geradeaus düsen und düsen hier in einen kleinen Güterbahnhof rein. Und wenn ich sage klein, dann meine ich tatsächlich klein. Jetzt machen wir mal wirklich irgendwie was Kleines im Sinne von, ja, dass man schon bald mit nach Köf das Ganze angehen könnte. Wo waren gleich nochmal meine Güterbahnhöfe? Irgendwie was Kleines, habe ich gesagt. Cargo Station Blanc, kleiner Güterbahnhof, der hat da gleich wieder irgendwie 5 Gleise, das möchte ich eigentlich nicht. Irgendwie sowas in der Richtung. Der hat hier ein Problem dahingehend, ich glaube, wir können hier die Waren nicht abholen, kann das sein? Irgendwas tickt da in mir gerade, wenn ich den an der Angel habe, von wegen, das gibt Probleme, ist aber egal, wir machen das jetzt mal. Machen wir mal 2 Terminals, beziehungsweise, nee, wir machen mal 1, aber 2 Gleise. Dann bräuchte nur das vielleicht noch ein bisschen länger, auch wenn wir den klein halten wollen. Machen wir mal so, das müsste reichen. Oberleitung gerne. Und ansonsten Straßenverbindung kann man hier noch einstellen. Die lassen wir mal so, wie wir sie haben. Kriegen wir dich irgendwie hier hin? Ja, gefällt mir nicht. Moment, wir drehen dich nochmal. Wir stellen dich hier hin. Das sieht dann auch relativ cool aus. Wenn es denn klappt. Moment, ich brauche da noch einen Straßenanschluss. Krümmung zu groß. Aha. Okay, wir müssen das irgendwie ein bisschen drehen. Ah, das wäre schon schön hier. Wenn da immer eine Stelle ist, wo es funktioniert, dann würde ich das glatt nehmen. Aber man sieht schon, oh, hier. Kommen wir da noch raus, sonst würden wir die Straße anpassen. Ich nehme das so, einfach weil es mir gefällt. Zack, das sieht cool aus. Müsste eigentlich auch funktionieren. So, die Straße werden wir wahrscheinlich kappen müssen. Oder wir machen das mal hier testweise. Ne, geht nicht, okay. Dann kommt Kollege Straße weg. Ich mache mal Pause, damit sie nicht allzu verwirrt sind. Die kriegt er gleich wieder zurück. Nicht eine große Straße, sondern eine mittlere. Dass irgendwie so lang geht. Wenn sich dann hier so reinschwingt, dann haben wir hier ein bisschen Platz, um rauszukommen. Okay, altes Gleis? Nee, wir machen altes Gleis. Das gibt ja irgendwie eben eine relativ langsame Lokomotive. Nichts Gewaltiges. Und jetzt müssen wir dort einfach in die Gleise reinkommen. Also wenn wir das so machen, wenn man es auch mal eingleisig. Prinzip so. Ja, genau, mit 80 ist in Ordnung. Und dann dort Prinzip in das Gleis rein. Funktioniert das halbwegs? Oder wir gehen mal von hier raus. Ja, das tut sich schwer, sehe ich gerade. Warum? Können wir dich hier so mitnehmen? Geht nicht. Irgendwas funktioniert hier nicht. Das möchte so nicht hier rein. Es würde kreuzen. Kreuzen würde es, aber es soll eben nicht kreuzen. Es soll eigentlich von hierher kommen. Und das so machen. Komme ich dann so rüber. So wird es gehen, mit einer Kurve. Naja gut, dann machen wir das nochmal. Also sprich, dass wir das hier nochmal kappen. Und das Ganze so hier reinhängen. Da haben wir nochmal eine Bremse. Das ist egal. Wie gesagt, der Zug
Wird eh nicht allzu schnell sein. Jetzt brauchen wir hier aber natürlich Kollege Wischmob noch. So, damit wir das hier wieder korrigieren können. Das muss keiner wissen, dass wir da erst lang wollten. Gut, das würde funktionieren. Signale gucken wir gleich. Dann sind wir hier in dem Gleis drin. Ach, und jetzt müssen wir das Ganze aber natürlich doch irgendwie zweigleisig machen oder mit einer Ausweichstrecke, sonst funktioniert es nicht. Machen wir das mal hier so. So, hier raus. Hier runter bis, ja, sagen wir mal, vors Tunnel. Das gibt ja sowieso auch nur einen Zug. Also eben, von daher müssen wir jetzt hier nicht übertreiben. Okay, das würde passen. Sollen wir hier noch was machen? Müssen wir eigentlich nicht. Was wir aber müssen, ne, müssen wir nicht. Hier haben wir eine Weiche. Das heißt, der Zug kann dort in sein anderes Gleis rein. Oder haben wir hier auch schon beide Gleise belegt? Ja, wenn man es genau nimmt, ja. Können wir dich vielleicht noch kurz ausbauen? Ja, können wir. Machen wir. Anwenden. Dankeschön. Dann müssen wir das hier aber noch anpassen. Das müsste jetzt irgendwo hier rein. Da ist ein Signal im Weg. Ich sehe es. Ja, das geht sogar. Guck mal. Okay, nehmen wir. Machen wir hier gleich wieder eine Weiche. So, dann haben wir das nämlich abgeschlossen hier. Wie wir das dann genau machen mit der Belegung, das werden wir dann gucken. Wir brauchen die Linie. Das wäre von hier. Gerne Waren mitnehmen. Hier rauf. Und dann hier in diesen Bahnhof rein. Und dann sind das die Waren für Ponitz. Also, machen wir mal Ponitz. Waren. Okay, passt. Wir brauchen den Zug. Was wir dann auch brauchen, das sind LKWs. Müsste ich zwar schnell gucken. Moment. Wo haben wir den blauen Bereich? Schade, wenn der hier gewesen wäre, hätten wir uns das sparen können. Aber so werden wir jetzt noch nach hier oben düsen müssen. Ich bräuchte hier kurz eine Haltestelle. Ja, damit decken wir hier eigentlich fast alles ab. Oder sollen wir da mal eine LKW-Haltestelle machen? Ich würde sagen, ja. Die kosten ja nicht viel. Was soll's? Oh, da muss ich aber weit zurück. Weil wir ja noch beim Krankenhaus waren, das wir in der letzten Folge hingestellt haben. Müsste ja schon hier sein. Doch, doch, das war bei den Bushaltestellen, dieses Güterumladeteil. Aber ob es funktioniert eben mit diesem Güterbahnhof, das müssen wir gucken. Da bin ich mir nicht so sicher. So, da haben wir es. Machen wir dich, zack, dahin. Machen auch hier nochmal eine neue Linie. Das wäre dann von hier, zack, hier runter. Das wird zumindest schon mal angenommen. Das freut mich. Und das ist dann Ponitz, LKW, Waren. Passt das? Ja, dieses doch passt. Ich dachte, das sei klein geschrieben. Nee, nee. Passt. Gut. Wir brauchen die LKWs. Wir brauchen die Züge. Beziehungsweise wir könnten hier mal noch schnell gucken wegen Signalen. Da würde ich schon auch noch was hinstellen. Solange wir nur einen Zug haben, können wir das auch problemlos machen. Dass wir tatsächlich hier ein Signal haben. Ja, da lassen wir es, dann hat der Vortritt. Und dann gibt es natürlich hier noch Signale. Mal kurz drehen. Einmal hier. Und einmal hier unten, damit er ausweichen kann. Das würde stimmen soweit. Und hier brauchen wir eigentlich keine Signale. Das können wir lassen, der Bahnhof hat ja Signale. Gut. Wenn wir die Linie schnell angucken. Jawohl, passt. Wird vernünftig umgesetzt sozusagen. Wir brauchen einen Zug. Haben wir hier ein Depot? Das können wir da wegnehmen. Depot, Depot, Depot. Nirgends. Hier hätten wir ja noch ein Gleis gehabt. Allerdings eben, hier haben wir auch schon einen Zug drin. Da müssen wir dann gucken, wie wir das genau machen, wenn wir wieder beim Personenverkehr sind. Kein Depot. Da haben wir ein Depot. Können wir vielleicht noch hier irgendwie so rüberdüsen? Lass mich mal gucken, ob das geht. so ein Gleis. Wenn wir hier das Depot haben. Ja, wir haben da zu viele Weichen. Das geht nicht. Aber von hier irgendwie. Ja. Ja doch, das würde aber irgendwo hat man eine Stelle. Steigung zu groß. Das ist halt die Straße auch noch im Weg. Lassen wir es, wir machen das anders. Haben wir nicht hier unten irgendwo ein Depot? Nee. Jetzt haben wir so viele Depots hingestellt, ich finde trotzdem immer wieder noch Stellen, wo wir keine haben. Faszinierend. Gut. Vielleicht hier hinten ein Prellbock-Depot hinhängen. Das wäre eigentlich eine relativ gute Möglichkeit. Wo geht der Zug hier rein? Der geht in dieses Gleis. Machen wir das mal mit dem Prellbock-Depot. Moment. Zack, zack. Hier hinten, einmal so. Und da können wir, je nachdem mit diesem Eingleis, was wir hier haben, ja noch raus. Funktioniert das noch? Ja, sehr gut. Weil je nachdem, ja nicht nur je nachdem, wahrscheinlich werden wir das noch nutzen, dass wir immer nach da hinten wieder gehen mit den Waren. Werden wir dann sehen. Gut, ein Depot haben wir auch.
Das heißt, wir brauchen einen Zug. Wenn wir einen Zug brauchen, werden wir hier kurz die Testspeicherung machen. Sicher ist sicher einmal mehr. So, überschreiben. Dankeschön. Und ja, eben jetzt irgendwas Kleines. Also vielleicht schon nicht gerade die Köf, aber irgendwie, keine Ahnung. Wir gucken jetzt mal. Ich gucke nicht bei Diesel, ich gucke tatsächlich bei elektrisch. Da wäre zum Beispiel so ein Krokodil mal wieder relativ gut. Jetzt haben wir aber zumindest das Krokodil haben wir. Da hätten wir noch eins. Was ist das denn für eines? Für den Güterzug konzipierte schwere sechsachsige Spitznamen deutsches Krokodil. Sollen wir ja mal ein deutsches Krokodil nehmen? Die macht doch 80 km/h. Ich hätte das Teil gerne. Wir kaufen dich. Sehr gut, 7 Millionen. Oh, ist aber doch mit dem Betrieb. Entschuldigung. Nee, doch nicht. Vielleicht sollte man zuerst gucken, bevor man kauft. Ich weiß, aber ich war jetzt gerade so fasziniert, dass wir nochmal ein Krokodil kaufen könnten. Ja. Zu teuer, zu teuer, zu teuer. Es wird wieder ein Diesel, ich sehe es kommen, oder? Moment, wir haben hier doch noch so Rangierteile. Also ich nenne die halt Rangierteile. Hier, DB Cargo zum Beispiel. 3 Millionen, macht 100 km/h. Ja, Betriebskosten 600. Das wäre eigentlich genau, was ich haben möchte. Gerne mal gedreht. Und jetzt können wir ja den Zug mal schieben. Jetzt muss ich mal gucken, wie das genau geht. Statt dass wir den ziehen. Das war auch ein Wunsch, der wurde öfters mal geäußert in den Kommentaren. Wir kaufen uns das Teil mal. Denkst du? So, da sind wir wieder. Nein, das wollte nicht klappen. Irgendwie, das Spiel möchte diese anderen Lokomotiven nicht. Dann werden wir eben was anderes suchen. Ja, schauen mal, was wir sonst noch haben. Wie gesagt, irgendwie was Kleines, Spärliches. Wir sind schon wieder bei den Stadler-Bartler. Nee, möchte ich nicht schon wieder. Wir haben sie, wir haben sie, wir haben sie. Und die hier, das hatten wir alles auch schon. Sind einfach zu teuer. Und hier ohne Vorschaubild, das ist mir zu heiß. Da stürzen wir wahrscheinlich eh gleich wieder ab. Das möchte ich jetzt nicht riskieren. 20 Millionen für so eine Cargo. Wow. 16 Millionen. Ja, wir brauchen was Kleines. Was Kleines, Handliches. Und zwar auch etwas, das funktioniert. Das wäre meine Idee. Ja. Und wir brauchen natürlich da oben dann auch noch LKWs. Das ist auch klar. Das kommt dann noch. Jetzt muss ich ja wieder aufpassen, wenn das Spiel abgestürzt ist. Jetzt, das ist wieder eine neue Aufnahme. Nicht, dass ich jetzt hier nochmal 20 Minuten aufnehme, sonst haben wir eine 40-Minuten-Folge, die ist dann doch ein bisschen zu lang. Bei der Hitze, nö. Also, wir gucken halt doch nochmal bei Diesel. Was haben wir bei Diesel noch nicht? Irgendwie sowas in der Richtung. 2 Millionen, 100 km/h, das würde doch funktionieren. Wir nehmen dich ganz spontan, sonst dauert es zu lange. Jetzt haben wir aber noch gesagt, wir würden das Ganze gerne gedreht haben. Und irgendwie Wagen, die Waren transportieren. 120 km/h. Da haben wir aber keine Waren. Hier haben wir Waren. Hier haben wir auch Waren mit 100 km/h. Das sind die gleichen, die wir, glaube ich, schon hatten. Hier haben wir wieder 100. Ein bisschen schneller darf sein. Was macht sie hier? 100 oder 120, wenn ich das jetzt noch wüsste. Naja, egal. Nehmen. Waren. 800.000. Fast zu teuer. Das ist ja der Klassiker. Den haben wir natürlich schon x-mal. Flachwagen. Waren. 48.000. Ah, Kapazität 1. Achtung, das ist das gleiche wie hier mit dem Panzer. Das sind Schönbausachen, die können wir so nicht verwenden. Hier haben wir auch noch was. Schiebebandwagen. Funktionieren die nicht auch nicht? Irgendwie habe ich das Gefühl, die haben beim letzten Mal doch auch nicht funktioniert. Ich teste es mal. Wenn ich gleich wieder weg bin und wieder eingeblendet werde, dann haben die auch nicht funktioniert. Wir machen hier mal Waren. Zack, 11 Stück. Kaufen, doch, die funktionieren. Machen wir mal. Ja, 80 Meter, das reicht. Okay. Dann Linie zuweisen. Das wäre dann. Moment, ein bisschen rauszoomen. Da, Ponitz Waren. Und das müsste funktionieren. Hier vielleicht noch laufen lassen. Dann kommt er hier auch daher gesegelt. Also weniger gesegelt als vielmehr gefahren. Jetzt habe ich vergessen, den zu drehen. Halt! Nee, das machen wir jetzt noch. Moment, Moment, Moment. Also den zu drehen. Ich möchte die Lok hinten haben. Wie mache ich das jetzt am besten? Wenn ich die Wagen runternehme, dann die Lok wieder rauf. Ich muss jetzt ein bisschen üben, weil so oft haben wir das noch nicht gemacht. Okay, du musst noch runter. Du musst noch runter. Und jetzt die Lok, die müsste doch hinten dann angefügt werden. Jawohl, dann haben wir das schon. Linie zuweisen nochmal. So, dann haben wir nämlich auch mal einen geschobenen Zug. Das war ja wirklich ein großer Wunsch immer. Dem gehe ich gerne nach. Ponys Waren. So, und dann sieht das Ganze eben so aus. Dann kommt erstmal einfach ein Wagen daher. Eh cool.
So. Bestens. Ja, mit dem Depot ist halt so eine Sache, aber das passt halt überall hin. Deswegen gefällt mir das schon auch. Ja, und jetzt hier unser erster gedrehter Zug. Nee, wie sagt man den denn? Sind nämlich nicht gedreht, sondern halt er schiebt einfach. Ein Schiebezug. Ist kein Zug, ist ein Schieber, sozusagen. Gut, du kriegst wahrscheinlich noch keine Ladung. Nein, das hätte mich gewundert. Das wird noch ein Momentchen dauern. Vielleicht hat er hier gerade Waren dabei. Ja, 4 Einheiten. Das ist noch zu wenig, als dass ja das alles florieren würde. So, wir steigen mal ein. Jetzt bin ich gespannt wegen der Kamera. Aha. Ja, ist in Ordnung. Ja, hat sogar was Nettes irgendwie. Haben wir jetzt hier ein Problem? Ich glaube, wir haben ein Problem. Moment, nochmal aussteigen. Wenn ich meine Escape-Taste erwische. Ach nee, guck mal einer an. Da muss nur erst ihn durchlassen. Das hat natürlich seine Richtigkeit gehabt. So, bleiben wir doch so sitzen. Oder nee, lasst uns doch, weil wir jetzt sowieso den Zug anders haben als normal. Lasst uns mal die Position nehmen. So, das Gehugel ist gleich fertig. Ist doch auch irgendwie nett. So, 49 km/h, 50 km/h. Das reicht, das ist okay. Der andere ist ja auch kein Schnellzug. War das nicht hier, wo wir die Lok nochmal tauschen mussten, weil die nur mit 30 hier den Hügel hochgefahren ist? Das ist, glaube ich, tatsächlich hier gewesen. So, und da oben in Ponitz die LKWs. Ich würde sagen, das machen wir dann tatsächlich in der nächsten Folge. Ich hoffe mal, ich denke noch dran. Sonst werdet ihr mich daran erinnern, dass das vergessen ging. Also dann geht das eh nicht vergessen. Und das geht jetzt auch nicht vergessen. Da denke ich dann schon dran. Von daher ist eigentlich fast klar, dass der jetzt sowieso noch keine Waren bekommen hätte, weil das macht keinen Sinn, wenn wir da oben nicht den Abnehmer haben, der die Waren dann tatsächlich ans richtige Ort bringt. Dann nützt der ganze Bahnhof dort natürlich nichts. So, wir haben grün. Sehr gut, wir können weiter düsen und hier oben geht es dann einfach geradeaus. Ja, schön gemächlich. 80 km/h, das ist in Ordnung. Einfach ein schöner Güterzug hier mit, ja, eben so was ähnlichem wie einer Rangierlok. Ich nenne die ja tatsächlich mal Rangierloks, obwohl ich gar nicht weiß, ob die Rangierloks heißen. Für mich sind das Rangierloks. Wenn sie irgendwie so aussehen, so eine V100 etc. Und schön hinten das Gebäude, ist natürlich auch cool. Das passt wieder zum Stadtbild. Rechts sehen wir schön den Bahnhof, haben wir gar noch kurz gesehen. Den Hochbahnhof. Und wenn wir jetzt schönbar machen würden, dann müsste man hier natürlich auf dieser Fläche auch noch was hinstellen. Entweder die frei platzierbaren Gebäude oder eine Schenkerhalle, irgendwas halt, dass das hier ein bisschen belebter wirkt. Weil sonst haben wir hier einfach nur diesen Güterbahnhof und das ist dann doch ein bisschen wenig. Aber schaut mal, das sieht doch klasse aus. Ah, Eisenbahn. Aber nur schön. So, wir stehen, das heißt, wir können aussteigen. Das machen wir jetzt auch. Und ja, eben hier die LKWs, das machen wir dann in der nächsten Folge. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Selber Kanal, selbe Zeit, wie immer um 14 Uhr. Macht's gut, bis dann. Tschüss.